Moin, heute nehme ich euch mit auf den Sonnenkopf. Los geht's bei Hinnang an der Sonnenklause und dort geht's zunächst immer Richtung Altstädter Hof. Am Anfang geht der Weg mal über Wiesen, mal durch den Wald nach oben. An kurzen Waldstücken kann es auch mal sein, dass man ein paar Meter die Schneeschuhe abschnallen muss. Kurz vor dem Altstädter Hof hat man das erste Mal dann einen bombastischen Blick Richtung Allgäu und auch auf den Gründen. Oben rechts ist übrigens ein Link zu einem Video mit meinen Lieblingsschneeschuhtouren. Am Hinnacher Moos gibt es außer unserer Aufstiegsspur meist nur ein paar Tierspuren im unberührten Schnee. An dieser Stelle geht's einmal etwas steiler den Berg hinauf, bevor wir dann oben auf dem Kamm ankommen und dem Weg immer durch den Wald folgen. Schluss geht's noch einmal kurz den Berg hinauf und dann schauen wir in die eine Richtung ins Allgäu hinein und auf den Gründen. In die andere Richtung schauen wir am Gipfelkreuz vorbei auf den großen Daumen und auf den Hindidlanger Klettersteig. Ich konnte mich oben gar nicht mehr losreißen, bevor es dann Richtung Diana-Hütte wieder nach unten geht. Der Weg dort ist teils recht steil und braucht auch ab und zu ein wenig Orientierung, wo es am besten nach unten geht. Verlaufen kann man sich aber kaum. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch den Kanal und wir sehen uns bald wieder.